Abo hier, Abo da und hier auch noch ein Abo. Jeder hat wahrscheinlich mindestens ein Abo. Aber auch eins von uns? Ob die Monatskarte für den Bus, für die Muckibude, fürs Telefon, manchmal sogar zwei Nummern wegen Arbeit und Privat. Und natürlich Streamingdienste. Wenn man überall mitreden will, muss man in Deutschland schätzungsweise Netflix, Amazon Prime und Sky haben. Ach, und natürlich Spotify wegen der Mucke. Sonst gibt es noch Maxdome. Warum eigentlich? Wer guckt das? Also ich kenne niemanden. YouTube kann man mittlerweile auch abonnieren. Cobra Kai soll ganz nett sein, habe ich gehört. Aber ich hatte keinen Bock auf noch ein Abo wegen nur einer Serie. Außerdem soll der Selling Point bei YouTube Premium sein, dass man es auf dem Handy weiterhört, wenn man den Bildschirm ausschaltet. Was? Wirklich? Dann preschen gerade Apple, Warner und Disney, drei richtig große Player, mit ihren abo-basierten Streaming-Diensten vor. Langsam wird es ein wenig viel, finde ich. Und das ist nur bei uns in Deutschland. In den USA haben sie auch noch Sachen wie Hulu, HBO oder CBS All Access. Und weiß der Geier was noch so alles. Bestimmt habe ich was Wichtiges in der Aufzählung vergessen. Schreibt mir in die Kommentare. Und lasst ein Abo da! In den Medien taucht langsam der Begriff der Subscription Fatigue auf. Die Wachstumszahlen der einzelnen Anbieter zeigen, dass die Leute langsam keinen Bock mehr auf noch mehr Abos haben und dass der Markt langsam gesättigt ist. Und ganz ehrlich, ich kenne das Gefühl. Ich persönlich habe Netflix und Amazon Prime. Ich habe gefühlt nicht mal genug Zeit, um alles, was mir dort angeboten wird, zu sehen. Und vor allem, das meiste will ich gar nicht sehen. Irgendwann sitzt man abends vor der Glotze und weiß nicht, was man schauen soll. Das war damals beim Fernsehen so und bei Netflix ist es auch nicht anders. Nur Käse. Und jetzt kommen auch noch die Spielehersteller und wollen uns noch mehr Abos andrehen. Das war neben Keanu Reeves das, was mir von der letzten E3 am meisten in Erinnerung geblieben ist. Alle wollen plötzlich Gaming-Netflix sein. Microsoft kommt mit dem Game Pass um die Ecke, Ubisoft mit Uplay Plus und so weiter. Doch ist das cool? Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Sicher ist, dass die Umstellung kommt und wir können nichts dagegen machen. Es ist kein plötzlicher Wechsel. Nach und nach wurden Games zu Download-Produkten. Haptische Datenträger verschwanden und somit das Spiele an Freunde verleihen. Mit PlayStation Plus und Xbox Live gibt es jetzt schon eine Art Mini-Abo-Angebote mit ein paar älteren Titeln jeden Monat. Der nächste Schritt ist nur logisch. Spiele-Abo und Spiele-Streaming. Hier ist der berühmte Froschvergleich angebracht. Wenn man einen Frosch ins heiße Wasser wirft, springt er raus. Wirft man ihn ins kalte Wasser und erhitzt es langsam, hat man am Ende eine köstliche Froschsuppe. Und Suppe ist es, was die Gamer am Ende bekommen werden. Wenn man ein Abo abschließt, bekommt man das ganze Paket. Ob man will oder nicht, sind darin Spiele aller Art enthalten. Ich für meinen Teil stehe auf gute alte Singleplayer-Kost, die zurzeit hier und da eine kleine Renaissance erlebt. Mit einem Abo würde ich aber auch noch den ganzen anderen Rotz abbekommen. Okay, es könnte sein, dass ich den einen oder anderen Titel entdecke, der mir gefällt. Ich halte mich aber für so bewandert auf dem Spielemarkt, dass das eher unwahrscheinlich ist. Das andere Problem ist, dass man dann nicht alles haben kann, wie es jetzt schon beim Streamingdiensten ist. Wenn ich zum Beispiel Bock auf Singleplayer-Spiele habe, werde ich auf bestimmte Titel verzichten müssen, wenn ich nicht ein bestimmtes Abo habe. Kaum jemand wird sich alle Abos holen, die auf dem Markt sind. Hast du schon ein Abo von uns? Bei einem Durchschnittspreis von 15 Euro pro Abo ist es eine Stange Geld im Monat, wenn man alle haben will. Und soweit ich es verstanden habe, sind Neuerscheinungen eh nicht drin, sondern nur ältere Titel. Ich persönlich bin Fan von Rumstöbern. Ich schaue gerne die einzelnen Plattformen durch und freue mich, wenn ich ein älteres Spiel im Sale schießen kann. Das war schon früher so auf dem Grabbeltisch und ist auch so in der digitalen Welt. Abonniert uns!